Ein neuer Morgen. Tag 4. Tag 5. Wir sind gut. Ich warte, dass die Krabben gut sind. Und dann muss ich mal überlegen, welche Insel ich ansteuern möchte. Von der Insel bin ich gekommen. Das heißt, alles, was in der Richtung liegt, eigentlich. Nächste Krabbe. Wo ist denn Heinz und Uschi? Da, die verstecken sich, die beiden. Na gut, vielleicht töte ich sie nicht. Außer ich leide ganz großen Hunger. Ich lasse meine Axt hier. Die verschwendet nur Platz. Wir haben nämlich hier 4 Stück. So. Na komm. Ach, ich kann ja schon das Boot rübertragen. Wenn ich es tragen kann, ja. Das ist keine gute Idee, sein Boot aufs Feuer zu werfen. Das jetzt wieder umkippen, das ist... Oh Gott. Das ist immer so eine Sache. Fall in die andere Richtung. Nicht auf mich. Scheiße. Scheiße. Ganz klasse. Die cleverste Methode, das umzudrehen, habe ich noch nicht raus. Gibt's bestimmt. Ich hab's nur noch nicht raus. Raus. Nein, komm schon. Oh, geschafft. Eieiei. Meine Güte. So. Das ist irgendwie... Eine Flasche ist leer. Scheiße. Jetzt sind wir was trinken und geht nämlich auf die Kokosnüsse angewiesen. Das heißt, wir sollten ganz schnell mal einen Eimer mit Wasser finden. Aber so ganz schnell. War das Schiff da schon immer? Ach so, das sieht, das ist der Sand und so ein Stück. Ja, okay, das ja. Sah größer aus eben als es ist. So, dann wollen wir mal. Das habe ich, glaube ich, jetzt alles ertaucht. Irgendwo habe ich, glaube ich, das Morphin drin gelassen. Weiß noch nicht, welches Schiff das war. Ich glaube, es war aber das da hinten. Aber wieso ist da die Klappe nicht offen? Habe ich das auch übersehen? Hm. Toll, noch ein Feuerzeug. Das sind so die wichtigen Dinge. 10 Feuerzeuge. Ich war hier nicht. Oh, Ducktape, sehr gut. Können wir noch eine zweite Bandage machen? Wieso war ich hier denn nicht? Das irritiert mich voll. Flashlight.
leer. Na gut. Hab ich alles? Mehr Vitamine. Cherry Can. Oh, und genau das brauche ich. Shit, dann lass mir das gerade mal hier. Nein. Und ich höre Regen. Sehr gut. Für den Eimer mit Wasser ist das sehr gut. Den ich nämlich jetzt auskippe, sollte der eigentlich sich mit Regenwasser füllen. Weiß nicht, ob er das noch tut. Aber das ist einfacher als es. Na gut, es ist genauso umständlich. Geh weg. Wie das Abkochen, aber. So. Also einmal auskippen. Bist du leer? Ich hoffe. Auskippen. Schauen wir mal, wenn ich zurückkomme, ob das voll mit normalem Wasser ist oder ob ich es doch nochmal abkippen, abkochen muss. Abkochen ist nicht so total bescheuert. Ja, werte Herr Hai, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Ich möchte da gerne rüber. Ich muss dich also ignorieren. Ist die Frage, welche der beiden Inseln näher ist. Ich steuere jetzt mit dir. So, ich habe vergessen, das Zeug abzulegen. Shit. So dumm. Leer kann ich gleich mal rauswerfen. Sekunde. Orientierung verloren. Ich war dabei, diese Insel anzusteuern. Ja. Kommt auch schon näher. Von mir aus hätten sie ruhig öfter mal so Inseln näher beieinander machen können. Bisher war das immer mehr so eine oder maximal zwei. Mir fehlt heute irgendwie mein Paddelgeräusch. Fehlt das schon die ganze Zeit? Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Das war so super nervig früher und es fällt mir überhaupt nicht auf, dass es jetzt weg ist. Oder ist der Regen übertönt das? Das kann man mit Lotte stellen. Ja. Ich höre nichts. Kein Paddel. Na sowas. Wurden wir erhört. So, ist das jetzt die Insel? Nee. Kam jetzt wahrscheinlich von der Insel, aber die ist noch recht nah auch. Oh Gott, hoffentlich finde ich nachher zurück. Sehe ich da ein Paket? Ich sehe ein Paket. Das mysteriöse Paket. Falls ihr es noch nicht kennt. Von Dead Hex. Leider leer. Immer noch. Pacific Ocean. Interesse. Ja. Ja, es ist immer noch einfach nur so ein kleines Easter Egg. Wie auch immer. Ah, schön, dass wir das auch mal wieder gefunden haben.
Und die Sonne kommt raus. Oh, wie schön. Patsch, 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 patsch. Ja, ein Schiff. Flair. Zünden es mal an, weil wir haben eh so viele davon, die wir nie brauchen werden. Die irgendwann mal wirklich einen Nutzen haben. Antibiotika, Flasche Nummer 3. Ich erkenne nicht, ob da irgendwas drin ist. Oder ist alles leer? Da vorne ist nichts mehr, da hinten ist nichts mehr. Nein. Okay. Ich dachte, vielleicht sammle ich doch mal wieder ein bisschen Motorbootteile, weil ich bezweifle, dass ich eins bauen werde. Oder ja, vielleicht baue ich eins, aber ich weiß nicht, wie oft ich das benutze. Das hat sich ja letztes Mal nur teilweise als nützlich erwiesen. Weil es einfach zu viel Benzin braucht. Ey, Flair, da haben wir so wenig von. Toll. Ne? Aha. Ich habe jetzt Taucherbrille auf. Permanent. Sieht überhaupt nicht dumm dann aus, wahrscheinlich. Dem ganzen Spiel fehlt echt hier noch so ein Bild, wo man halt so ein Inventar hat, also was derjenige anhat und so. Könnte man doch bestimmt auch Dinge draus machen. Okay. 3 Flair-Vitamine und Antibiotika. Duct Tape müssen wir unbedingt zurückbringen. Das Problem ist jetzt natürlich, dass ich eigentlich für das Paddeln ein paar freien Platz brauche. Tu mal die Flares weg. So. Welche der vielen Inseln, die ich jetzt sehe, war meine? Wir werden es rausfinden. Schon dumm, durch den Kompass nicht mehr. Ich würde schon gern... Wisst ihr was? Wir steuern mal die Insel an. Die gerade so schön nah ist. Zweifelsfall muss ich dann wieder zurück auf die andere, wenn ich mich von da aus nicht mehr orientieren kann. Der Witz wäre, wenn das jetzt meine Basisinsel wäre, dann habe ich mich voll umgedreht im Kopf. Orientierungslos immer. Ja, da stehen aber so viele Palmen, das kann nicht sein. Das ist vielleicht unsere Holzinsel, wenn ich Holz brauche. Von der Anzahl an Palmen, die ich da sehe, von der Größe her, sollten wir es von da aus am besten zur Heimatinsel zurückfinden. Das wäre schon gut. Dass ich die immer direkt ansteuern kann. Ja, das sind schöne Palmen. Da können wir uns bald wieder ein Hütchen bauen. Und ich vermute, dann ist
Wieder. Was könnte die sein? Oh je. Ist das unsere Insel? Das wäre ja gar nicht so weit weg. Ist das unsere Insel? Möglich ist es. Wir werden es rausfinden. In Kürze. Auf diesem Kanal. Na, Moment. Apropos. 16 Minuten. Wir können ein paar Minütchen machen. Doch. Lasst uns wenigstens einmal hier auf der Insel einmal rund gucken. Brauche ich jetzt schon die Taschenlampe? Sonst weiter nichts Interessantes. Ich habe auch das Gefühl, wir sind hier wieder am Ende der Welt. Dadurch, dass da man jetzt überhaupt keine Inseln mehr sieht. Nur in der anderen beiden Richtung. Naja. Okay. Das ist eine niedliche Insel, aber nichts Besonderes. Dann gucken wir mal. Wir sollten doch jetzt recht schnell dahinter hinkommen. Ich glaube schon, dass das unsere Insel ist. Eine große Palme, sonst nur noch kleine. Das passt, das passt. Dann geht der Mond auf. Mach die Taschenlampe an. Sehe ich die Haie besser? Ja, ich sehe Licht. Das ist die Lampe, auf die auf dem Strand steht. Ach, das ist super. Dann können wir von da nämlich jetzt immer hin und her und Holz holen. Das heißt, ich könnte da tatsächlich schon mal anfangen, Hütchen zu bauen. Ist doch gar nicht so schlecht. Okay, wunderbar. Wir sind wieder zu Hause, sozusagen. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge mit, ja, bisschen Hütte bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.